Anita, Doris, es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Wieder von dem Beach von Campo Amor, im dritten Monat schwanger mittlerweile. Ich glaube, man sieht schon ein bisschen, ich bin mächtig stolz auf mein Bäuchlein. Aber keine Sorge, ich werde weiter berichten und tapfer erzählen, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes und darüber hinaus. Denn es gibt so unglaublich viel zu berichten von der Costa Blanca und ich habe mich so wahnsinnig verliebt in diese Gegend und ich möchte das euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Wie ihr seht, es sind unglaublich viele Leute heute am Beach. Es ist Samstagmittag, die Hochzeit quasi und vor allem, was haben wir denn heute für einen Tag? Es ist Sommeranfang. Wir haben den 20. Juni und im Grunde genommen kann ich mir vorstellen, dass es nur noch im August schlimmer werden kann. Aber wie ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so viel los, wie man das von manchen Stränden von der Côte d'Azur oder von San Remo oder eben auch vom Ballermann so gewohnt ist. Die Costa Blanca ist eben der perfekte Platz für Erholungsliebende und Individualisten, die keine Lust auf diesen ganzen Wahnsinn haben. Links und rechts von mir Familien, die ihren Samstagnachmittag genießen. Im Bikini und in Badeanzügen tummeln sie sich im und am Wasser und schlürfen in den Strandbars einen kühlen Cocktail oder ein kaltes Bier. Die Preise hier an der Costa Blanca sind wie üblich sehr günstig und moderat und die Costa Blanca eignet sich perfekt für Menschen wie du und ich. Keine High Society, keine Luxusjachten, keine Milliardäre, keine überzogenen Preise, keine Luxuslabels. Man kann hier wirklich einfach in Ruhe leben und seinen Spaß haben und lass uns zu Gott beten, dass es auch so bleibt. Ja, wie ihr seht, ist das Meer ruhig, man kann baden. Für Surfer ist es heute vielleicht ein bisschen schlecht, aber für Badenixen ist es der perfekt geeignete Tag und ich werde jetzt dann gleich selber in die Fluten springen, sobald ich hier mit den Dreharbeiten fertig bin. Als erstes werde ich aber nochmal das Wasser mit meinen Füßen testen. Ich überlege jetzt nur, ob ich links oder rechts nehme. Ich werde links nehmen. Nein, ich werde diese Bucht nehmen, die ist noch viel schöner. Der Sand ist weich und das Wasser ist wie erwartet angenehm warm und erfrischend zugleich. Und Fische gibt es auch. Ja Leute, ich kann euch nur raten, packt eure Koffer und kommt her. Denn so eine Idylle findet sich wirklich nur relativ schwer im gesamten Mittelmeerraum. Italien ist, wie wir alle wissen, völlig überlagert von Leuten. Frankreich absolut überzogen von den Preisen. Mallorca überfüllt und überzogen von den Preisen. Marbella, davon möchte ich gar nicht erst anfangen zu reden. Die Strände von Barcelona, wie wir alle wissen, sind überbevölkert mit Teenager, Partyvolk. Und auch die gleiche Entwicklung haben wir in Kroatien. Sofern man nicht segelt, sind die Strände ein bisschen schwierig zu erreichen. Aber hier? Leute, ab in den Flieger nach Alicante und wir sehen uns bald, denke ich mal. Ich sag tschüss und bis bald.